Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von SSL und nicht wundern, warum mein Tank so scheiße ausschaut und nicht wundern, warum jetzt auf einmal ein Roman-Spiel SSL sieht. Hier ist gerade alles ungünstig geplant worden. Wir gucken erstmal, ach, wir haben Single-Shot, okay. Wir spielen, keine Ahnung, auf jeden Fall Team-Shot. Wenn es so losgeht, dann gibt es das Level-Up gleich nicht. Dazu gleich, wir spielen Team-Shot, 300 AP Deathmatch. Irgendwas halt. Wisst ihr, das schon OneWeb. Ne, weil wir machen nämlich heute ein doppeltes Level 100 Level Up. Sonst habe ich dabei dann nichts vorbereitet oder sowas. Erstmal Level 100 tagen, jawohl. Level 100 macht Roh Silent. Haben sie ja vorhin geschrieben, die XP und Roh Stock. Beide bei. Wessen Updating? Habe ich ja noch nie gesehen mit Level 100. What the fuck? Also quasi dann ich Level 100, er Level 100 und die beiden Level 100. Mal gucken. Wenn halt noch 500 XP fehlen und wir schon 2,73 auf jeden Fall nicht, 2,37 glaube ich Multi, dann sind nämlich 500 XP schon ziemlich viel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das ganze Ding wird, vielleicht werde ich auch ein Spiel dann rausschneiden, weil ich will tatsächlich wieder 20 Minuten machen, weil jetzt kommt ja jeden Tag wieder SSL da, ist jetzt so, dass es alles irgendwie scheiße war, Update wurde ja verschoben, also ich sage am besten nie mehr was über das Update, weil dem Vogel kannst du ja gar nichts mehr an dran, sind wir mal ganz ehrlich, da kommt das Update am 24. Juli. Und dann verschiebt das auf den 14.8. oder was kann man sonst kommen? 13. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt alles absolut. Ja. Wisst ihr Bescheid? Weil wisst ihr, dass die Folgen immer vorproduziert sind? Dementsprechend kann ich da nie direkt reagieren. Ich wollte eigentlich am Mittwoch, also vorgestern und am Dienstag, was in die Kommis schreiben, war allerdings zu beiden Zeiten nie um 17 Uhr da. Und wenn ich erst nach 17 Uhr schreibe, ist die Chance halt groß, dass es keiner mehr liest. Naja, weil viele schauen um Punkt 17 Uhr, dann ist 17.20 und dann werden die Kommentare wahrscheinlich nicht mehr aktualisiert, dann ist es eh egal. Deswegen mache ich es lieber direkt um 17 Uhr. Meistens ist es sogar schon aufgesetzt und dann kopiere es nur rein. Das sind immer so die andere. Ich glaube, ich bin down. Glück gehabt. Dann kopiere ich das einfach rein und dann lesen auch ziemlich viele, dass es halt nicht so stimmt, was ich da. Ja, geil. Was ich da erzählt habe. Aber gut. Probieren wir es mal. Oh, das ist gut. Worth auf jeden Fall. Worth auf jeden Fall. Ich bin zwar dann down, aber ist mir egal. Aber ja, erstmal no grid, easy going. Aber da wird eh kalt, muss ich jetzt auch das, was ich gerade noch sagen wollte, gar nicht anfangen. Ja. Jetzt bin ich erst einmal down. Und ist auf jeden Fall sehr schön, bei doppeltem 100 dabei zu sein. Als Aufnehmer dann das erste Mal down. Anscheinend nehmen ja drei Leute auf. Wenn ich es in der Folge gesagt habe, dann war das wahrscheinlich so anti. Ja, doch, das habe ich in der Folge gesagt. Das war sogar. Also, nimmt mal Gelaber nicht ernst, Alter. Das seid ihr ja komplett falsch, wenn ihr mal Gelaber ernst nimmt. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich bin aufgebaut auf Ironie und Humor. Ja, wir haben aber wegen privat gespielt. Das Session halt, ohne Aufnahme und ohne Stream und so. Und da habe ich auch. Haben wir nur Bullshit gelabert. Also, nimmt das bitte nicht so ernst, ey. Und jetzt cutten wir erstmal. So, wir sind wieder zurück in der wahrscheinlich letzten Runde. Wir haben noch 117 XP und warum hier gerade alles in Bach runter geht, ist folgendes. Ich habe ja gesagt, ich werde nach der Klausur PC neu aufsetzen mit allem. Ne? Dass es natürlich an sich ungefähr roundabout 4 Stunden gedauert hat, konnte ja keiner ahnen, aber es hat zu lange gedauert, weil das war alles ein wenig sehr kompliziert. Keine Ahnung, was der alles gemacht hat, aber formatieren oder halt zurücksetzen war dem anscheinend nicht genug. Wollte irgendwie noch Windows 10 runtergeladen, anscheinend 4-5 GB, was halt bei der Superladung, hat man erst vorgestern drüber, etwas lang dauert, sogar 2,78 Multi. Dementsprechend, keiner was abging und jetzt halt geht wieder alles den Bach runter, weil Premiere und Photoshop nicht mehr gehen. Ich habe keine Ahnung warum nicht. Und Audacity sind eingerichtet, heißt die Folge kann, das wollte ich ja vorher schon sagen, die Folge ist vielleicht irgendwie im Livestream, aber ein wenig dumpf, weil ich die Audacity-Spur wahrscheinlich nicht durchrendern werde. Ja, lohnt sich. Aha, Worth auf jeden Fall. Weil ich die Audacity wahrscheinlich nicht bearbeiten kann. Ich muss es alles einstellen, aber er wollte halt heute Level 100 machen. Eigentlich hat es Kiesen morgen. Also er hat gesagt, der Training und vorgestern hat es Kiesen, der weiß nicht, ob er es schafft, weil es nur 40k XP sind. Wenn ihr aber alle 10 Stunden spielt, dann kann ich nichts dafür. Also die Folge ist aber geprägt voller interessanter Sachen. Also ich muss alles neu einstellen. Wirklich. Aber diesmal auch gescheit. Warum ich noch aufgesetzt habe, ich weiß es selber nicht. Ach, wie ich am System, weil ein paar Sachen nicht so funktionieren. Und wie ich als Steam natürlich. Ich werde nämlich dann ab, wie gesagt, am Montag will ich mal auf dem zweiten Account schauen. Ich werde es jetzt aber mal ausprobieren, weil ich muss wieder komplett Family-Stellung einstellen. Ich habe Steam
und alles komplett formatiert, heißt aber nichts mehr da, kein Byte, kein nix, nichts mehr war auf der externen, nichts auf der externen, auf der HDD, kein Steam, kein Uplay, ich muss alle Spiele neu runterladen, SSL hat ja nur 90 MB, also steht zwar drauf, da war es irgendwie 400, aber 90 letzt insgesamt runter. Black Squad habe ich noch runtergeladen, ich weiß nicht, ob ich von Black Squad jemals eine Folge aufnehmen werde. Es ist zwar tatsächlich ziemlich nice, das Spiel. Aber ich weiß nicht, dann haben wir noch mehr Projekte oder sowas. Ich meine, bloß weil ich jetzt einmal weniger Freizeit habe, weiß ich nicht, dass ich jetzt mehr Videos raus habe. Das reicht schon so jeden Tag SSL und dann vielleicht das Puzzlespiel. Witness würde ich noch runterladen. Ich glaube, dann kommen wir da an sich schon ganz gut durch. Und dann geht es hier weiter mit Arbeit, dann mit noch Klausur und ein neues Semester. Und das, also bis Ende Oktober weiß ich auf jeden Fall, was ich mache. Also wie gesagt, ich nehme auch hier mit Shadowplay auf, weil OBS ist nicht eingerichtet. Ich hoffe, dass der nicht in nur 1000 Bit, ja halt in einer 1000er Bit, 1000 K-Bit sind das dann, aufnimmt, sondern schon 35.000 oder 35 M-Bit, sagen wir mal, weil sonst wäre es saublöd. Ich hoffe, dass Premiere ich irgendwie zum Laufen kriege, sonst gibt es keine Folge. Ja, was ist denn heute überhaupt? Ist halt Mittwoch oder Donnerstag? Weil ich müsste halt Mittwoch sein, ne? Warte mal, was sagt das Handy? Wo ist Mittwoch? Also kommt die Folge am Freitag. Ich weiß nicht, warum? Also ich kriege ja Fehlermeldung, logischerweise. Ich konnte eine fixen, weil ich halt den Adobe Application Manager, glaube ich, nicht runtergeladen habe. Na gut, dann funktioniert es natürlich nicht. Deshalb konnte ich fixen, aber dann fehlt mir DLL. Falls sich jemand auskennt mit dem Scheiß und da fehlt ja DLL, das ist, keine Ahnung wie die heißt, aber es fehlt eine. Ich irgendwas mit 110. 110.dll und davor kommen noch 5 Buchstaben. Ich werde halt, die kannst überall runterladen, aber überall, weil gesagt, max nicht, nur von offiziell von der Windows-Seite, Lust, da gibt es keine. Und ich habe es einmal gemacht, da Spaß, die runtergeladen, hat man halt den Speicherort halt gemerkt, wo ich es hinkopiert habe oder so. Ging natürlich auch nicht, denn da habe ich halt wieder gelöscht, logischerweise. Ich überlege jetzt, ob ich echt nochmal neu aufsetze, aber Photoshop geht nicht. Premiere geht mittlerweile eben, wie ich am Application Manager, warum dann Photoshop nicht geht, kein Dunst. Und es lädt aber so lange, wo es auf der SSD ist. Ich brauche 2 Minuten zum Öffnen. Ich dachte, es geht schneller, weil es mal komplett bereinigt ist, aber jetzt dauert es 10-mal länger wie vor der vom Aufsetzen. Also wenn er neu aufsetzt, ihr müsst einiges beachten. Wir können ja nicht sagen, ich tue einfach die ganzen Dateien kopieren. Den lokalen Dateien von Photoshop oder so bringen die ja nichts. Du hast keinen Registry-Eintrag, sehe ich ja gerade. Ich habe mal, weil die DLL kommt in C-Platte, Programme x86, ne Bullshit Programme, Bullshit C-Platte, Windows, System 32 oder System 32 oder so. Ach gut, ist dumm. Ich weiß nicht wie oder so, warum, weil so kann halt nichts schneiden, ne? Muss es nochmal mit Magix probieren, weil da habe ich das aber sogar mal gemacht, weil es schon mal ging. Mit einfach alle lokalen Dateien rüber kopieren und dann geht's. Mal gucken, ob es jetzt wieder geht. Ich habe es noch nie probiert. Wie gesagt, ich bin gerade erstmals am Runterladen, am Installieren. Ich habe jetzt erstmal hier SSL und Steam und Uplay und Audacity und OBS und Shadowplay. Das waren die ersten Programme, die ich gemacht habe. Und Teamspeak und Discord, weil Discord, ich habe jetzt fast vergessen, dass ich es überhaupt mal runtergeladen habe. Aber geht auf jeden Fall. Dann ging die Passwortabfrage im Discord nicht. What the fuck, Alter? Habe ich halt statt bei meiner E-Mail-Adresse ein Zeichen falsch rum eingegeben? Hey, Alter, weil es halt alles schnell gehen muss, ne? Das war der Fehler. Weil es halt alles schnell gehen muss. Das, wenn es mir lässt, dann ist. Da kannst du sogar sehr gut Troubleplay machen, ey. Was war denn das für eine Aktion mit dem Hexagon? Ich muss sagen, es war ein wenig verschwendet. Hätte man nicht riskieren müssen. Aber ich sag, wenn du was magst, weil ich wollte dir erstmal alles runterladen und wenn das dann funktioniert, weil es funktioniert so einiges noch nicht, also es gibt mindestens 20 Baustellen hier noch, dann will ich ja auch übertakten und dann kommt das PC wieder. Ich hoffe, dass ich das heute Nacht, Mittwoch auf Donnerstag oder Donnerstag früh oder so schaffe. Ich habe am Donnerstag früh einige, ich nenne es mal Telefonate, weil ich muss noch was klären wegen dem zweiten Mainboard. Da hat was nicht ganz geklappt, obwohl es schon 5-6 Wochen her ist. Ist es mir jetzt erst aufgefallen, dass da was nicht geklappt hat. Also jetzt nicht ein Produkt an sich, sondern da irgendwo im Hintergrundzeug. Da mal durchcallen und dann bei der Telekom mal durchcallen. Ja, fliegt noch weiter.
Bei dem Wind, also bei dem Wind, ja, macht Sinn. Ich komme nochmal durchkommen, weil ich bin auf eine Idee gekommen. Vielleicht kann ich da den Zeitraum von Ende Oktober vielleicht ein wenig vor verlegen, vielleicht auch auf jetzt schon, je nachdem wie es ausschaut. Ich habe keine Ahnung, wie, guck mal, 100 Schilder, ob das funktioniert, weil es läuft eigentlich nur darauf hinaus, lol, dass es ja diese Verteilerkästen gibt. Ich habe das gestern noch gegoogelt, es ist so kompliziert, nicht der Verteilerkasten im Haus, sondern der Kasten an der Straße. Und ich habe ja mal erzählt, dass bei uns schon Glasfaser angeschlossen ist, zumindest an dem Kasten, weil ich bin da jeden Tag dran vorbeigelaufen. Deswegen call ich da morgen durch, weil es kann ja sein, entweder geht das Signal über den Kasten oder über einen anderen Kasten. Fuck. Wenn es über einen anderen Kasten geht und der noch nicht angeschlossen ist, dann weiß ich, warum es noch nicht verfügbar ist. Wenn es aber über den geht, der schon angeschlossen ist, kann ich vielleicht sagen, ey, was soll denn die Scheiße, warum macht das jetzt noch nicht verfügbar? Dann will ich aber auch bitte eine plausible Erklärung haben. Das im ganz kurzen, das ist schon ein wenig ausführlicher dann aber. So ungefähr sollte das dann. Alle Level 3? Nö. Könnte ich aber machen. Also mache ich absichtlich nicht. So ungefähr versuche ich da mal irgendwas rauszuquetschen, weil ich weiß nicht, ob die es überhaupt sehen können, über welche Straßen. Lol. Über welche Straßensachen das Signal geht. Oder wo genau, über welche Koordinaten. Die kann man an die Straße schon sagen, wenn die es überhaupt kann, wenn es geht. Hoffe ich da wegen drauf. Ich sagte jetzt, ich wollte das alles jetzt in der Woche machen zwischen Arbeit und Klausur. Die Klausur, by the way, war die ersten, das erste Dreiviertel war sehr gut machbar. Ein bisschen was geraden, aber man hat immer so irgendwas im Kopf noch gehabt. Und der letzte Teil war, haben sie uns alle ein wenig gefickt, wir haben uns danach ein wenig unterhalten. Also, ich sage, du siehst den Klausur Leute, hast du sonst noch nie gesehen. Waren aber draußen gestanden, weil ich aber früh abgegeben, ich hatte da, ich habe zwar früh abgegeben, aber war trotzdem erst um 6 Uhr daheim. Obwohl ich um 4:45 abgegeben, weil danach musste ich noch was machen, eine Unterschrift noch holen und dann das abgeben und dann, bis uns unterhalten haben. Haben auf den anderen gewartet, bis die abgegeben haben, ist ja wurscht. Wir haben uns echt ein wenig zerfickt, ey. Die haben alle gesagt, was war das für eine scheiß Aufgabe. Also nicht, dass es mir so geht, weil, also eine Sache habe ich da mal keine Ahnung gehabt. Aber sonst Bestand ist es, da kann er jetzt schon sagen, weil die ersten drei Viertel, das war schon so easy, einfach auswendig lernen vom Skript, das war kein größeres Thema. Ja, mal ganz ehrlich, sind tatsächlich bloß die Aufnahmezeit, dass ich wahrscheinlich, falls es das jetzt zu lang dauert, das Spiel cutten, falls nichts passiert, oder das vorherige Spiel rauscutten. Obwohl ich wahrscheinlich nicht, weil ich habe irgendwas erzählt. Ja, keine Ahnung, ja, Covid dauert ewig lang. Kein Problem, es waren bei, also bei den ersten drei Teile, die easy waren, da waren es, sagen wir mal, es waren immer 10 Fragen, sagen wir mal. Ich glaube nicht immer, aber waren es plus 8 oder so. Ja. Alter, ich fick mich hier nur selber, ne? Ich habe nichts getroffen, Alter. Und bin genau in der Hälfte der Map immer rumgelaufen. Fuck, Alter. Aber immer, ich glaube, da waren ein oder zwei Fragen, waren da immer dabei, wo ich dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Einmal geraden, einmal komplett falsch geraden, einmal geraden, einmal richtig. Also im Endeffekt ist es ganz okay dann gewesen. Wenn du durchs Raten was richtig hast. Aber gut, ich habe die Fragen im Skript, ich bin das Skript ja immer durchgegangen, ich habe das nie gesehen. Wenn die in der Korrektur sehen, ist hat da keiner, entweder, ich habe ja schon mal gesagt, dass die ja Punkte ändern können, das hat mal aufgegangen. Dass die das switchen oder wenn es keiner checkt oder die Klausur zu schwer wurde, die Aufgabe, also werden sie in der Klausur nicht machen. Das war 87er. Das war NB. Also wenn es erschossen hat, gut, dann war es wieder Distanz. Ich habe das übrigens gecheckt mit Distanz, dass Bouncyball Distanz ist. Und die Sache mit, ich habe es mal gestern, weil ich ja mir einen Gedanken gemacht habe zum SEW, was ich eigentlich schon aufnehmen wollte, aber durch die ganze Problematik hier, ich dachte, es geht und installiert und dann funktioniert alles, aber nein, ich brauche ja Premiere zum Schneiden. Und es gibt natürlich eine G, dann kann ich auch SEW schneiden. Ich habe gedacht, okay, Lotterie, wenn es einmal so weit kommt, also natürlich ein wenig dauert es mit Lotterie, wird Folge 105 oder so werden, weil ich mache ja erst die 20 Waffen, die es zuerst bekommst. Leuchttreffer. Also die Startwaffen, dann die ganzen Levelwaffen. Also, Level, ja, ne? Ja gut, da kann jetzt nichts dafür. Und dann halt die ganzen Achievement und Achievement Missionen Waffen. Das ist so die Reihenfolge. Natürlich ist Lotterie die letzte von den Level-Waffen und danach kommen ja nicht so viel.
Also wenn ich einstelle, wann das dann kommt. Und es ist, ich habe es durch den Kopf gelassen, es ist logischerweise natürlich keine Distanzwaffe. Weil schießt du auf einem Winkel, habe ich wahrscheinlich ein paar Mal gegründet, wahrscheinlich immer falsch. Aber jetzt habe ich es mal auch eingesehen. Weil du kannst sie auch, indem du mit 90 Grad nach oben, ich glaube, was wurde mal gesagt, 77 oder 76 Steige, machst du ja auch 100 Schaden. Auf einer Distanzabweichung von 0. Also ist natürlich logischerweise Lotterie oder die ganzen vier Stufen Distanz unabhängig. Um das nochmal kurz zu klären. Heißt, ich werde den Stich wahrscheinlich irgendwann mal ändern, wenn überhaupt. Weil ich werde ich sowieso brauchen für das SEW, deswegen mache ich es jetzt nicht absichtlich. Oder halt extra, wie gesagt, das ist nicht mal das. Ich habe nicht mal mehr die ganzen Dateien. Alles auf der externen Platte, irgendwo fliegt das alles noch rum. Es ist... Ich hab schon wieder das Gefühl, obwohl ich das neue Fresse-System jetzt seit genau mal 4 Stunden benutze, dass es trotzdem wieder zu gemüllt ist. Das ist irgendwie scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch nicht mal was gerendert. Meistens kriegst du einfach durchs Rendern die Zumüllung. Da lokale Datei und dies und jenes, aber ist jetzt einmal nicht so das Problem, glaube ich. Aber gut, mal aufs Spiel zurückzukommen. Wir haben Schaden gemacht, 61. Logischerweise sieht man es auch in XP. Aber wir probieren einfach mal, wenn da was rauszuholen. Vielleicht kriegen wir einen Black Hole Bumper. Ben noch komplett voll. Na gut, er ist auch hinten an seinem Eck komplett alleine. Ja, erstmal die Hälfte versinkt im Chaos. Wir machen nur einen Bumper. Wenigstens einen getroffen. Da war fast noch einer What? Was? What? Das habe ich aber gesehen. 18 gemacht. What the fuck? Ach, scheiße, Alter. Übrigens habe ich bei Boy 1 das P vergessen. Ich habe die Folge aber früher hochgeladen. Ich habe das ja aufgenommen am Sonntag. Sure. Oder am Donnerstag sogar. Ich weiß es gar nicht. Mir ist das nicht aufgefallen, ne? Wo ich halt in der Videoliste öfter drin war, war ich dann die zweite Folge und die dritte Folge und SSL-Folge und dann noch FFS, ne, FSS, war auch noch hochgeladen. Übrigens, das hört sich vom Sound her, falls jemand fragt, komplett anders an. Grund ist folgender, die Musikbranche macht mir einen Strich durch die Rechnung, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ich habe einen Content-ID-Anspruch gekriegt, also jetzt sind irgendwie Kanal belasten, so ein Ding, das ist einfach bloß, ey, du benutzt die Musik von einem, der will damit einen Anteil haben, oder du magst das Video runter, oder halt, es gibt keinen Anteil, oder keine Werbeschaltung, was bei 6 Minuten sowieso irrelevant ist, weil 6 Minuten ist jetzt nicht so lang, wo ich da 8000 Mal Werbung schalten könnte, kann ich gar nicht übrigens, also bei unter 10 Minuten kann ich schon mal gar nichts machen, also kann sich schon mal keiner beschweren. Ich habe einfach das Lied entfernt, deswegen hört sich die ganze Soundspur komplett scheiße an bei YouTube. Versucht es als extrahieren, aber ich habe es zum Beispiel gesehen vom. Ich habe es tatsächlich heute vorhin gesehen, vor der Aufnahme jetzt. Also deswegen kam ich aber nicht zu spät, falls sich jemand wieder fragt. Ich habe noch Shadow Player eingestellt. Habe erst runtergeladen. Bieber hat es vorhin in so einem Video gesagt, dass quasi die AdSense Revenue komplett für den Arsch ist oder YouTube quasi deine. Ja, je nach. So, wie sage ich das jetzt am besten? Also für sein CSGO-Content wurde quasi die komplette Werbung fast gestrichen. Damals so 50, 60, 70%, vielleicht doch komplett. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das im Hintergrund laufen ist. Habe ich jetzt Roh gekillt? Nee. Wo lebt denn der? Ach, der ist auch down. Ich habe da nicht gekillt. Das war meine Spur. Ich habe bloß den anderen gekillt. Ich habe Silent gekillt. Das ist noch ein Spiel machen. Ich weiß nicht, wie ich kann ja auf die Audacity-Zeit schon. Die ist 22. Seht ihr das bloß wieder, ne? 22 Minuten, habt ihr das gesehen? Oben links, die Echse. Irgendwie passt ja alles noch nicht zusammen. Ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen C und anderen Platte noch nicht ganz so passt. Keine Ahnung, ey. Alles mal. Wird jetzt die Nummer neu auf, keine Ahnung. Wenn es so blöd wird. Da noch einer ankommt, ne, ich würde lachen. Aber dann bitte kein RAP, sondern ein Deathmatch 200 AP oder so. Oder mache 30 Minuten, weil ich. Ja, noch. Noch brauche ich lang zum Hochladen, meine Freunde. Bald, aber nicht mehr. Wobei ein Kumpel von mir meinte, der das gleiche Problem hat, der Bundesbauer Straßenweit, ich habe schon öfter mal irgendwas erzählt,
dass wir quasi uns gefühlt die beiden einzigen sind, die davon profitieren werden. Und der Rest wahrscheinlich gar nicht braucht. Der wurde von seinem Vater gebremst und meinte, ey, wenn überhaupt, da steht zwar 100k drin, aber wenn es denn überhaupt wirklich verfügbar ist. Da habe ich gedacht, oh, natürlich auch wieder so Sache, ne, weil, ja, scheiße. Je nachdem, wie weit du halt wegstehst oder weg wohnst von dem Kasten, ne, natürlich sind dann entweder verfügbar oder nicht, weil es geht ja bloß über bestimmte Reichweite oder so ein Scheiß. Für der 10. Morgen um 3. Freut rüber, geil. Deswegen hoffe ich halt, weil der Kasten ist nicht weit weg von mir. Deswegen habe ich das ja angesprochen, deswegen call ich da ja auch mal durch. Das wäre so geil, da rein und... Oh, eins flacher. Ja, und wir kann mal bis gleich. Da das Spiel jetzt rum muss sein, könnte wohl noch 3 Leben. Man sieht dann die HP, schneide ich mir wieder rein. Ich hätte vielleicht mal erwähnen sollen, warum ich nicht der Host bin. Weil mich... Ja, wer? Stock angeschrieben hat, dass halt noch Silent mitmacht und ich einen NFL habe und der hosten will und ich habe gesagt, ist alles kein Problem, wenn ich was mit euch machen soll und ihr wollt hosten oder ihr wollt, dass bestimmte Leute dabei sind. Ich glaube nämlich eben, dass Silent und Logi dabei sein wollten, weil er kann sie halt einladen, bei mir wird es halt ein wenig schwer aufgrund von FL. Wisst ihr ja Bescheid. Deswegen wollte er hosten und ich bin einfach nachgeschaut über Einladung, ist ja kein Problem. Also wenn er sowas machen wollte, gerade Level 100, dann joint er, der macht der Lobby, ladet mich ein. Deswegen sage ich ja, schreibt mal bei sowas am besten immer PN, weil über Steam anzunehmen. Ist gerade sehr kompliziert, mal gucken, wer hat's denn jetzt. The Beast hat's und der andere, oh ja, HGW. Ich muss ja Caps Lock schreiben und ich habe auch Caps Lock schon drin. Ja, machen wir nur, ich mache jetzt hier mal Folgenende, weil das ist nicht so lang. Ich bedanke fürs Zuschauen, macht's mir noch eine Folge. Wir sehen uns morgen in SSL mit einer bald vollen Level 100er Lobby. Bis dahin, haut rein.